VGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2. Wir befinden uns zumindest bei mir auf der Karte Kirifrat und fahren erstmal die 849 vom Hauptbahnhof nach Angerath zum Bahnhof und dann weiter mit der 848 von Angerath nach, ich habe gerade keine Ahnung, doch nach Ambach. Und der Nick ist dabei. Hallo. Hallo. Ich fahre Bad Kinzau V3 mit dem Solaris Urbino 18, die 301 Richtung Beiersberg, das wurde sich gewünscht und ja, einsteigen, losfahren. Genau, und deswegen gibt es bei mir auch zwei Linien, weil bei Nick ist das Ganze was länger. So, wann fahre ich ab? Jetzt muss ich nochmal gucken, ey. Fahrplan 14.30 Uhr, ja, da können wir ein bisschen. So, war das jetzt richtig? Bad Kinzau Bahnhof, jawohl, da sind wir. Ab geht die Post. Wieder mit Höflichkeitsknick, ganz wichtig, klar. Wie ich das liebe beim Solaris. Ja, ein passendes Repaint habe ich leider auf die Schnelle nicht gefunden, deshalb fahren wir hier jetzt mit MVG rum. Ja, ich habe auch... Das ist zumindest auch blau. Ja. Ich habe auch kein passendes gefunden, deswegen haben wir so ein Hamburger-Ding. Wo kommen jetzt auch Leute? Ja! Hallo! Hallo! Guten Tag! Guten Tag! Hallo! Hallo! Guten Tag! Guten Tag! Eine Tageskarte. Tageskarte? Ja, hier, da. Nee, St. Nikolai ist aber nicht richtig. Komm, da geht noch was. Eine Minute noch vorstellen. Dankeschön. So. Ich werde diesmal auch keinen Kaffee umschmeißen. Ist nämlich leer. So, kommen jetzt Leute. Ah ja, wunderbar. Ich habe wieder voll gut nicht am Bordstein gehalten. Ich auch nicht. Ich fahre den Solaris echt zu selten. Welchen? Habe ich den Eindruck. Den Vierer? Ne, den Dreier. Den Vierer habe ich ja gar nicht. Den hast du ja, ja. Ne. Ich fahre dann mal ab. Jo, mach das. Du bist ja eh zumindest in der Theorie länger unterwegs. Ja. Und am Ende doch früher da. Ja. Ich weiß nicht, man könnte fast meinen, seit ich einmal gesagt habe, dass du ja eh mal länger brauchst, gibst du Gas. Ja, ich glaube auch. So, Modellkonfiguration 220 PS, das reicht. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Sagt er jetzt. Sag ich jetzt, ja. In 10 Minuten ist es ihm zu langsam. Du fährst Solo, ne? Jo. Okay. Ja, ich nehme selbst beim Solo meistens 310. So, ich fahre dann auch mal entspannt los. Oh, ist das eng hier. Aber geht. Ja, genau, Wertherweg. Und direkt ein Haltewunsch, weißt du, so nach dem Motto, mit dem will ich nicht fahren, ich hab's mir anders überlegt. Kann ich schon irgendwie verstehen. Ach so, ja, kannst du das? Ja, es wird nämlich noch ein bisschen enger. Und ich würde mich, glaube ich, auch in Sicherheit bringen. Es wird noch ein bisschen enger, alles klar. Hallo. Hier endet dann diese Folge, macht's gut. Ah ja, Nick, wir haben was Essentielles vergessen. Haben wir. Ja, wenn die Leute diese Folge sehen, hatten wir schon den Jahreswechsel. Frohes Neues! Frohes Neues! Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Mir nicht, aber gut, dass du dran denkst. Ja, klar, hallo. Wieso kommt mir das denn in der Kiste hier so dunkel vor? Hm. Pro-Tipp, Licht an. Ja, hab ich, aber viel heller wird das jetzt auch nicht. Egal. Warte mal, muss ich überhaupt hier rum? Ja, muss ich. Die 299 war die, die anders fährt. Die, die anders fährt. Die immer lacht, genau.
Ich weiß nicht warum, aber irgendwie schoss mir das jetzt gerade in den Kopf. Lässt der mich rein? Ja, der lässt mich. Der lässt mich rein, das ist aber nett. Das ist aber nett. Ein netter Autofahrer, ein Krefrat. Sag mal, die Erfindung der Monatskarte kennt man ja auch noch nicht, ne? Hier will jeder einen Fahrschein fast. Monatskarte. Total überbewertet. Und der Kollege hat es auch ein bisschen eilig gehabt. Was willst du mit einer Monatskarte, wenn du so doch mit dem Busfahrer in Kontakt treten kannst? Toll, juhu. Für einen Fahrschein. Und das war's. Hallo, Busfahrer. Mhm. Oh, nee. Stadtbücherei. Ah, nee. Auf den warte ich mal. Wir haben ja Zeit. Was ist denn das für ein Kollege? Ich glaube, da hinten kommt man vom Bahnhof, ne? Ach, keine Ahnung. Lange nicht Bad Kinzau gefahren. Zu lange. Habe ich jetzt Tagfahrlicht? Hallo. Ne, das ist Standlicht, ne? Ja. Er hat ja noch gar kein Tagfahrlicht. Machen wir einfach Licht an. Das sieht vorne lustig aus. Aber damit man mich auch sieht, machen wir das mal an. So frei nach dem Motto, wie spät ist bei dir? Dunkel. Ja. Von wem kann das nochmal? Von mir. Ach, von dir. Ja, stimmt. Von wem auch sonst? Was frage ich eigentlich? Das ist ein echter Mario. Von wem soll das sonst sein? Ach, ich fahre nach St. Montin. Ja, das ist ja schön. Ja. Was gibt's denn da? Gibt's da lecker Monte? Ich wollte gerade auch irgendeinen Witz mit Mondamin machen. Das ist mit Mondamin? Ah ja. Ja, geht natürlich. Ich hab's mir aber doch gekniffen. Geht natürlich auch. Aber Montin, da würde ich eher sagen Monte. Ja, wobei Monty irgendwie besser wäre dann. Ja, Simpsons, Monty. Ja, toll. Wie von Bad Kinzau zu den Simpsons kommen, immer wieder schön. Ja, gewusst wie, ne? Hallo. Ich hätte gern einmal normale Fahrgäste, geht das auch? Nein, es gibt nur normale Fahrscheine, aber keine normalen Fahrgäste. Also, jetzt finde ich, langsam übertreibst du es mit deinen Ansprüchen etwas. Es wollen immer alle eine normale Fahrkarte, aber irgendwie fehlen mir die normalen Leute zu der Fahrkarte. Ich weiß nicht. Was alles gibt? Nächste Haltestelle, Krefrat Ost. Krefrat Ost, S-Bahnhof. Halte ich eigentlich an dem blöden Schloss? Ich glaube ja. 301? Nee, tatsächlich nicht. Nee. Oder ich habe es jetzt übersehen. Weil sonst müsste ich da die Kollision wieder kurz ausmachen, weil da ist ja irgendwas Kollisionskacke. Stimmt, ja. Bin mal gespannt, wie das so mit dem Fahrplan wird. Ich hatte Bad Kinzau immer so fahrplanmäßig als teilweise sogar ein bisschen zu gut großzügig in Erinnerung. Dabei fahre ich jetzt nicht mal schnell. Wann soll ich denn da sein? 36. Wir haben 35. Ja. Das geht noch. Nächste Haltestelle. Herweg. Es ist, glaube ich, auch eigentlich eine Solo-Buslinie, die 301. Ja. Aber war so gewünscht, deshalb machen wir das. War, glaube ich, vom Eve, wenn mich nicht alles täuscht. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Oder ich vertausche irgendwas total. Dann tut's mir leid.
Ich habe ausnahmsweise mal keinen Wunsch. Oh, bin schon zu spät. Plus 09. Ja, okay, dann geh mal ein bisschen Gas. Ein bisschen. Wenn du das sagst, ne? Also nur 220 PS. Und du fährst nur 220 km/h, genau. Naja, sagen wir es mal so, ich fliege immer so ein bisschen in die Haltestelle, als hätte man die gerade hingeschmissen. Ja. Ja, lässt der LKW mich jetzt da... Sogar der LKW lässt mich raus aus der Haltestelle. Ich werde bekloppt. Ich würd dein Omsi nochmal neu installieren, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Das kann nicht sein. Oh. Was denn? Da, nix, alles gut. Da steht keiner, da war niemand. Nick. Ich hab da nichts gesehen. Ich merke echt, dass ich den Solaris nicht gut einschätzen kann, dadurch, dass ich den so selten fahre. Hast du wieder was kaputt gemacht? Ja, ein Parker leicht touchiert und der meinte direkt im Boden verschwinden zu müssen. Ja, vor Scham im Boden versunken. Ja. Tag. Hallo, fährst du mal los? Danke. Steht man schon eine halbe Stunde auf dem Gas, aber irgendwie passiert nichts. Oh, jetzt fällt dem Kollegen ein, dass er links lang will. Jetzt blinkt da, das ist toll. Sehr cool. Ah, nein, ich möchte keinen Neustart machen. Ich muss Liquid gleich nachfüllen. Oh. Jetzt nervt Windows. Oh. Yummy. Oh. Dryburn. Kleiner zumindest. Oh. Ekelhaft. Oh. Boah, kommt ein DAF-LKW, da habe ich immer Angst vor. Ja, an der einen oder anderen Stelle ist das ganz schön gemein. Ich hatte hier interessanterweise noch keinen LKW auf Bad Kinzau. Obwohl da eigentlich auch welche rumfahren sollten. Auch DAF-LKW. Ach so, mal schnell. Liquid nachfüllen. Boah. Ja, ekelhaft. Ja, liebe Fahrgäste, jetzt müsst ihr einen Moment warten. Mein Gott, ich freue mich jetzt schon, wenn ich mal ein bisschen Gas geben kann nachher. Ich fahre ja bis jetzt nur Serpentin. Ja. Wo endet deine Linie? Bayersberg. Ach das, ja. Ja. Also ein bisschen zügiger kann ich nachher schon noch fahren. Ich glaub, vorausgesetzt, es steht keine KI im Weg. Ich glaube, da kommt doch nachher noch der Autobahnabschnitt, ne? Ob eine Autobahn kommt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine Landstraße, die nicht ganz so kurvig ist. Oh, der DAF-LKW hinter mir wartet und lässt mich raus. Was ist denn los? Ist Omsi kaputt? So, Saasdorf. Aber bis jetzt bis jetzt passt das fahrplanmäßig noch. Gut, ich fahre jetzt auch nicht besonders schnell. Ja. Also, zwei DAF-LKWs jetzt, die mir schon das Einfädeln in die Spur erlaubt haben. Das ist unglaublich. Wenn der jetzt hier rechts rum rein will, dann habe ich ein Problem. Danke. Jo, beruhig dich. Also das Ding hier fällt irgendwie fast auseinander. Da wurde es jetzt ein bisschen eng, so Richtung Gasthaus, aber geht.
Da waren ja, das ist, glaube ich, auch auf der Linie eine der gemeinsten Abschnitte, ja, wenn nicht sogar der gemeinste. Ja, hinter dem einspurigen Tunnel. Da kam mir gerade so aus der Kurve ein DAF-LKW entgegen. Da habe ich dann doch ein bisschen... Ja, das ist gemein. Ja, da habe ich dann doch ein bisschen langsamer gemacht. Ach, ich halte noch an irgendeinem Schloss. So, ach Mann, warum muss ich denn hier reinfahren? Gab es nicht früher eine Haltestelle, die einfach hier, also wo man einfach hier vorne gehalten hat, da an der Straße? So. Nächste Haltestelle. Schloss Sonneberg. Schloss Sonneberg, genau. Hallöchen. Hi. Alles klar? Oh, da kommt noch jemand. Tag. Hast aber Glück gehabt, dass ich dich noch gesehen habe. Mit will keiner, das ist sehr praktisch. Dankeschön. Man guckt beim Solaris irgendwie immer, wenn man nach links oder rechts guckt, so nach oben und so nah gezoomt, habe ich das Gefühl. Das ist irgendwie voll irritierend. Ja. Da ist wieder ein LKW, aber oh, auch der fährt schön langsam, lässt mich vorbei. Wow, aber... Hier will keiner mit? Doch, einer, ne? Du willst doch mit, oder nicht? Oder warum läufst du da lang? Willst du mit? Ne, du willst nicht mit? Okay. Dann nehme ich dich auch nicht mit, wenn du nicht mit willst. Nächste Haltestelle, Laudaner Straße. Ist aber eine schöne Strecke, 8,49. Ja, die 8,48 ist auch schön. Das werde ich ja sehen. Hat zwar auch wieder die ein oder andere knifflige Stelle, aber ist schön. Wobei ich schade finde, dass du nicht den Gelenkbus genommen hast. Wenn ich das hier so sehe, finde ich das gar nicht mal so schade. man kommt aber tatsächlich durch, es geht. Ja, es ist aber eine Solo-Linie. Ja, aber man kann auch Gelenkbus fahren. Ja, kann man. Muss man aber nicht. Man kann auch bei Regen ohne Schirm draußen rumlaufen. Sollte man aber nicht. Sofern man keine Kapuze hat. Wird man nämlich nass. Nächste Haltestelle. Eselstieg. Eselstieg! Die Haltestelle kommt mir doch bekannt vor. Ja. Ja. Ah. Oh, ein bisschen kurbeln. Okay, ist nur einer mit einem Koffer. Das geht noch. Sattelschlepper hätte ich jetzt nicht so toll gefunden. Hallo. Hi. Oh, Gegenkurs. Bin mal gespannt, ob ich den Fahrplan manuell annehmen muss oder ob er automatisch auf die 8,48 wechselt gleich. Nee, macht er nicht. Macht er nicht, ne? Weil die getrennte Kurse sind. Ach so, okay. Ich hab gedacht. Nächste Haltestelle, Lausbad. Weil sowas würde sich ja anbieten. Eigentlich schon, aber ja, wie gesagt, also der eine fährt halt zur halben und der andere zur vollen Stunde am Angerrad. Ist ein bisschen schade tatsächlich, ja. Dann machen wir den Folgen-Cut, weil wir teilen das ja in 12 Folgen. Machen wir dann am besten, wenn ich angekommen bin. Können wir machen, ja. Bietet sich ja an. Ja.
Großer Vorteil an Bad Kinzau, die Performance ist unschlagbar. Das stimmt. Wobei, Krefrat muss ich jetzt feststellen, seitdem ich Omsi... Geht auch, ja. Omsi neu installiert habe, ist... Ja, sowieso. Ich glaube, je mehr Karten du in Omsi hast, desto schleppender wird es einfach. Ja, glaube ich auch. Na, aber ich habe jetzt halt auch mal wirklich sauber installiert und wirklich geguckt und nicht einfach immer nur reingeballert. Ja, Entschuldigung, dass ich scheiße oder schlecht fahre. Wenn der Sattelschlepper, der Twin vor mir, auf einmal voll in die Eisen geht, dann wäre das ein bisschen blöd, wenn ich nicht bremst. Echt? Ja, aber schon cool, wenn es dich wieder durch die Luft schleudert, ne? Du erinnerst dich. War das nicht sogar auch auf der 848? Weiß es nicht mehr. Könnte doch sein, oder? Bin mir aber auch nicht mehr sicher. Kann gut sein, ja. Jetzt bitte keinen Duff. Duff hat das? Nee, da darf er jetzt nicht entgegenkommen. Hallo, guten Tag. Schönen guten Tag. Der Valdoria-Platz. Dann hast du es nicht mehr weit. Nee. Erlastraße? Hallo. Hallo. Guten Tag. Nee, Herderstraße. Eine Mannfahrstelle, bitte. Dankeschön. Bitteschön, gerne. Noch da, Nick? Ja, ich bin auch da. Okay. Oh, nächster Halt ist Ambach. Angerath, meine ich doch. Nächste Haltestelle. Angerath, Bahnhof. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Ich bin in Angerath, Angerath, Angerath. Ja, dann. Bist du jetzt an der Haltestelle? Nee, gerade nicht. Dann lasse ich die Leute schon mal raus. Dann warte ich noch gerade mit der Abmoderation. Hoppala. Bis du bist. Ja, du kannst ja theoretisch einfach schon mal den anderen Fahrplan annehmen derzeit. Genau, das könnte ich tun. Uhr 15:30. Haben wir noch ein bisschen Stand. Machen wir Türchen zu. Können wir eigentlich schon was anderes schildern? Betriebsfahrt. Krefrath Hauptbahnhof. Nein. Geh weg. Könntest umschildern auf deine 848. Bin an der Haltestelle. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen ganz kurzen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.